grüß euch, liebe Freunde. Schaut euch das an. 17 Grad. Völliger Wahnsinn. Eigentlich sollten wir schon längst da Richtung Westen auf der Westautobahn ins Skigebiet unterwegs sein. Aber da das Fräulein Tochter erkrankt ist am Ende des Schulskikurses und jetzt eine Woche zu Hause war, haben wir einen Tag länger gewartet und fahren erst morgen. Und bei diesem Wahnsinnswetter, also ich fahre da mit der Sommerjacke, mit einem Pulli drunter, ist mir zu warm. Ich werde jetzt in den Wienerwald hinausfahren. Ich habe es auf der Instagram-Story angekündigt, eigentlich sollte ich seit 5 Minuten auf der Dopplerhütte sein. Aber werden wir schauen. Die meisten kommen eh immer ein bisschen später erst. Mal schauen, ob wer da ist. Ich fahre jetzt einmal rauf und habe mir gedacht, wenn ich da jetzt schon unterwegs bin mit euch oder allein unterwegs bin, ich werde nicht alleine unterwegs sein, sondern ich bin mit euch unterwegs, nehme euch mit und mache einen random Motovlog. Was könnte man plaudern? Ich habe jetzt was umgestellt an der Elektronik. Ich hab mir jetzt das ABS doch auf Road gestellt und die Traktionskontrolle auf die zweithöchste Stufe, weil ich dem Belag einfach noch nicht vertraue. Staubig ist es auf jeden Fall. Kühl ist der Boden auch. Na, da muss ich mir gleich das Visier aufmachen. Heiß, heiß. Wahnsinn. Die Heizgriffe habe ich auf die unterste Stufe, aber ich weiß nicht. Gar nicht notwendig. Im Wald vielleicht, wenn es dann kühler wird. Jetzt fahre ich nach Mauerbach rein. Fahren wir an der Skiwiese, an der hohen Wandwiese werden wir vorbeifahren. Und dann, was soll ich machen? Soll ich bei der Sophienalpe rauffahren oder soll ich nach Mauerbach reinfahren und hinten bei der... Ich glaube, ich fahre hinten bei der Waldschenke rauf zur Dopplerhütte. Ja, machen wir ein bisschen Cuts machen, wenn es Fahrt wird. Normalerweise cutte ich ja nicht bei meinen Vlogs. Aber ich weiß jetzt gar nicht, was ich reden soll. Oh ja, natürlich weiß ich, was ich reden soll. Habt euch meinen letzten Live-Chat angeschaut? Habt euch mein Video vom Hallentraining angeschaut? Das Hallentraining, keine Muskelkater, sind zurückgeblieben. Hallentraining hat mich sicher aufgelockert ein bisschen. Und sitze sehr entspannt auf meiner Adventure. Weniger entspannt ist die Reifensituation, also der Reifen ist zwar noch legal, aber speziell hinten nicht mehr in einem besonders guten Zustand und der Grip ist eh nicht gut. Also vorsichtig, würde ich vorsichtig fahren, will auch nicht verletzt in den Skikurs, in die Skiferien reisen. Skikurs mache ich ja keinen mehr. Auch das Fräulein Tochter macht keinen Skikurs mehr, fährt mit uns. Bin schon gespannt, wie sie fährt. Also, da gebe ich im Schulskikurs so viel dazugelernt. Aber warten habe ich vorher auch schon immer müssen auf sie. Na brav, hält er sich an die 30 da vorne. Na, ich muss mir die Heizgriffe oder sogar auf der untersten Stufe schwitzen die Pfoterl. So, und jetzt sind wir schon im Wienerwald. Ich habe die Kamera erst in Auhof eingeschaltet, weil der Verkehr im Stadtgebiet ist uninteressant, glaube ich. Aha, El Greco heißt die Laudernstube jetzt. Dürfte es sich wohl um ein griechisches Lokal handeln. Ja, Grüße gehen raus an alle meine Follower,
die, also, die ich auch persönlich kenne, natürlich besonders. Der Didi Berger habe ich gerade gesehen beim Reitwagen im Instagram. Der ist gerade in Spanien und testet die Kawasaki, die H2, die Touren, den Sporttourer mit Koffern. Und auf dem Foto hat er ausgeschaut, als wäre er sehr warm anzogen. Also vielleicht ist es in Spanien kühler als hier. Hätten sie den Test auf der Doppelhütte machen können. Er schaut einfach mit der kurzen Hosen. Ja, es ist ein Wahnsinn. Echter Traum. Lichtschatten ist natürlich jetzt auch lustig im Winter. Mit den kahlen Bäumen. Aber ich bin sicher, die eine oder andere Pflanze wird glauben, es ist schon März. Dabei ist heute der 1. Februar. 1. Februar. Das gehört alles da zum Schloss Laudo, auch diese Plantagen. Das Schloss war vorhin da, wo diese El Greco, wo diese Stube war, das ist das, quasi das Portierhaus vom Schloss. Na, der Jahre ist ja der 50 gefahren, schau. Schaffst du das, glaubst du? 39 bist du deppert. Jetzt kommt gleich der Contentstreifen. Selbst schneiden, sehe ich aber keine. Ah. Könnte ich jetzt auch gar nicht mitnehmen. Wo tue ich sie hin? Also ich reg mich ja normalerweise nicht auf über andere Autofahrer. Ich nehme sie hin, den nehme ich natürlich auch vor mir hin. Nur, da hat man jetzt wieder gesehen, dass da ist die Autotür vorne aufgegangen und der sofort verzögert und rüber. Also das ist eindeutig ein Autofahrer, der mit allen Situationen völlig überfordert ist. Und da frage ich mich dann schon, sollen diese Leute fahren dürfen? Was meint ihr? So, da ist jetzt die hohe Wandwiese, schon sehr rechts. Eine Sommerrodelbahn. Den Schlepplift gibt es noch, aber ich glaube, er ist nicht mehr im Betrieb. Und das sind so Schneematten, also so Kunststoffmatten, wo man auch ohne Schnee, so die Kinder können den ein bisschen runterrutschen. Jo, du biegst ein, das macht mir aber große Freude. Eine Dame, gar nicht so alt. Naja. Vielleicht einmal nachdenken, ob es eine Nachschulung machen soll oder so. So, Wien ist aus, Mauerbach fängt an, auf Sophienalpenstraße. Benannt nach, ich glaube, der Mutter des Kaiser Franz Josef, die dort gern war. Man bedankt sich wahrscheinlich bei mir, dass ich jetzt hier nicht mit der ärgste Raudi mit dem offenen Auspuff durchnagel. Bitte nicht so schnell, regelmäßige Radarkontrolle, ich bin eh ganz brav. Ja, also zu depperten Bemerkungen bin ich schon wieder imstande und bin sehr gut drauf. Ich bin eigentlich immer gut drauf. Vor allem, wenn ich Motorrad fahre, bin ich gleich wieder gut drauf. Das ist super. Wer ist denn von euch kein Motorradfahrer oder überlegt anzufangen und schaut sich meinen Kanal an, weil er sich denkt, jetzt schaue ich, was diese Motorradfahrer so tun. Und nicht Motorradfahrer, also auch meine Frau zum Beispiel, verstehen das natürlich nicht, ja, was in Menschen vorgeht, wenn ein Motorrad fährt. Weil ihr Motorradfahrer wisst das. Ja, das ist dieser blöde Spruch der Freiheit. Die Freiheit, ich meine, die Freiheit habe ich im Auto theoretisch auch. Ja, kann ich auch hinfahren, wo ich hin will. Ich habe sogar im Winter den Vorteil, dass es warm und trocken ist. Die Freiheit beim Motorradfahren ist irgendwie für mich, dass ich nur mit mir allein bin. Also ich fahre ja am liebsten alleine Motorrad. Ich fahre nicht gern mit anderen. Das habe ich eh schon öfter erklärt. Weil ich mein Tempo fahren will. Ich bin jemand, der wenig Pausen macht. Und der wahrscheinlich, jetzt, wenn ich jetzt längere Strecken fahre, doch eher einen
einen überdurchschnittlich hohen Schnitt habe und ich fahre halt, wie ich fahren will. Und deswegen, ich möchte auch nicht auf andere Rücksicht nehmen. Ich will auch andere nicht unter Stress setzen. Und ich lasse mich auch von anderen nicht unter Stress setzen. Also wenn jetzt eine wahnsinnige Heizerpartie ist, dann sollen die Gas geben und ich komme halt danach auf einen Kaffee. Und die Freiheit für mich beim Motorradfahren ist, dass ich jetzt an nichts anderes denke, als ans Motorradfahren. Also ich jetzt denke schon ein bisschen, fahre ich auch langsamer natürlich, wenn ich einen Motorvlog mache, weil ich ja ganze Sätze bilden möchte und nicht irgendwas daher stammeln. Stammeln tue ich eh nur. Aber ich habe jetzt ja keine Skripts, also auch bei meinen Live-Talks oder so. Ich habe vielleicht überlegt, man vielleicht über das könnte ich reden oder über das könnte ich reden. Aber jetzt zum Beispiel, aber sonst nehme ich mir da nichts vor, ich bereite mich da überhaupt nicht vor. Ich glaube, dass ich genug gut freisprechen kann. Und jetzt zum Beispiel vorhin haben wir gedacht, ich gehe jetzt Motorrad fahren, weil das Wetter so schön ist. Und dann haben wir gedacht, ah ja, dann nehmen wir gleich das Mikrofonkabel und die Kamera mit. Weil ich nehme ja getrennt auf, also Bild wird mit dieser chinesischen billig 4K-Kamera, aber nur in HD gefilmt, weil es mehr FPS kann. Und der Ton, den nehme ich aufs Samsung-Handy auf mit einem Ansteckmikro, das ich im Helm drinnen habe, vorne beim Pinschutz. Und ich hoffe, es funktioniert halt auch gut. Normalerweise ist das ein super Tonbild-Kombi. Ja, und dann habe ich mir einfach nur gedacht, ich erzähle euch, dass ich eigentlich heute schon Skifahren sein sollte oder zumindest ins Quartier unterwegs sein sollte. Aber ich fahre Motorrad. Und das war das Einzige, was ich mir vorgenommen habe. Deswegen kommen dann auch so Sprechpausen, wo ich nicht weiß, was ich sagen soll. Und wenn es ganz lang ist oder ein furchtbares Gestammel ist, würde ich es auch rausschneiden. Ich glaube, es ist aber kein Grund dazu, weil die Fahrerei dann aus einem Guss ist. So, jetzt sind wir da in Mauerbach. Ich mag den Ort sehr gern. Da hat aber jetzt einen Motor gehört, einen Einzylinder anladen. Ich glaube, da war ein Kollege raus unterwegs Richtung Burgersdorf. Jetzt habe ich mich, glaube ich, selber unterbrochen und habe mich verzettelt. Da ist die Kartause im Mauerbach. Sehr schön. Schön renoviert auch. Kenne ich einen der Restaurateure, der da gearbeitet hat. Ja, ich weiß schon wieder, die Verzettelung. Was ist für mich die Freiheit beim Motorradfahren? Also erstens einmal, dass ich nur mit meinen Gedanken allein bin. Ich habe zum Beispiel ein Sena, das ich zur Kommunikation verwende mit anderen. Es gibt halt nicht so viele, mit denen ich fahre und die ein Sena auch noch haben. Der Ludwig, Grüße an dich Ludwig. Ich hoffe, du hast bald wieder ein Motorrad. Aber ich verwende Sena zum Beispiel nicht zur Musik hören. Also ich will am Motorrad nicht Musik hören. Weil ich will Motorrad fahren und ich will den Motor hören und ich will auch die anderen. Der ist eh so leise bei der 97er. Und ich will auch die anderen Fahrzeuge hören. So, jetzt wenn man da über den Schulterblick vorbildlich da aus Motor. Ja, der Quickshifter macht da frei, das ist ein Wahnsinn. Das ist eines dieser Features, wenn man da ist, das brauche ich nicht. Aber es ist tatsächlich so, wenn du das einmal hast, es ist so leibend. Vor allem, der geht auch wirklich smooth bei der KTM. Also bei der BMW, ich habe ein S1000, oder ist vielleicht, ein S1000 Erbe gehabt, der 2014er, also das, nein, 2015er, war nur Euro 3. Und die hat nur den Schaltassistenten an der Kasten gehabt, also das ist der beim Hinaufschalten sozusagen die Zündung kurz unterbricht. Und den habe ich nicht verwendet. Also der ist mir auf die Nerven gegangen, der hat mir zu unexakt geschaltet. Ah, das ist aber schön Arsch da mit meinen Raffen. Da muss ich jetzt fahren wie auf Eiern. Sonst liege ich gleich wieder auf der Guschen, wie bei der Halle von Roland Resch. Ja, also verzeiht mir jetzt diese extrem schwuchtelige Fahrerei, aber dem traue ich da überhaupt nicht. Ah, nein, oh ja, beim Herausbeschneiden jetzt war er wieder. Dreckig auch noch. Gut, also der Hausmotor hat sich wieder einmal als kompletter Regenschisser geoutet. Was ich mit normalen Reifen nicht bin, ja, aber diese Karo 3,
die haben keinen Silikaanteil, ja? Das heißt, wenn es feucht ist und kalt ist, ja, ist das ein Holzraufen. Doch durch die, na, da hat es jetzt 16 Grad im Wald. Vielleicht ist das doch jetzt schon ein bisschen griffiger. Ein Fuhrradl habe ich kein Vertrauen. Deswegen auch das ABS jetzt auf Rot, ja, dass er sensibler anspricht, dass das Kurven-ABS auch funktioniert. Ich habe ein Pajero, leider gibt es das nicht mehr, das Auto. Da ist die alte Straße, früh ist man da gerade ausgefahren. Na, die Exelbergstraße ist mehr befahren, die wird wahrscheinlich ein bisschen trockener gefahren sein. Also mit so einem Rennradl mit Slickreifen, glaube ich, da hast du da einen Schiss im Nassen. Aha, hier ist Rollsplit. Der hier aus dem Balfen, in dem Forstabteil. Da weiß ich, dass die Kurve rutschig ist, also die ist sogar im Trockenen nicht wahnsinnig griffig. Dreck, nass, na. Ne? 12.21 Uhr, also vor 20 Minuten hätte ich da sein sollen. Testet den Grip und kann bis jetzt nichts Schlimmes erkennen, aber wie gesagt, ich habe kein Vertrauen. Na, Doppelhütte ist in der Sonne, da wird es trocken und vor allem sehr, sehr warm sein. 15 Grad sind es. Das ist wahrscheinlich auch der feuchte Boden. Also da wie zum Beispiel auf Schotter habe ich da mehr Vertrauen als auf feuchten Asphalt. Da hätte ich mich schneller fahren dran. Wanderwegpfeile kann man mal erkunden, aber nicht mit dem Motorrad, sondern wirklich wandernderweise. Ich gehe ja da sehr gerne im Wiener, weil ich bin ja unten an der Exelbergstraße, habe ich als Kind gewohnt und war hier natürlich immer viel unterwegs. So, herrlicher Blick aufs Dulnerfeld. Da sieht man sogar das Haus von Didi Berger, aber der ist ja in Spanien. Kamera noch rennt, jawohl. Ich hoffe, der Ton passt noch. Jetzt werden wir schauen, ob noch wer da ist. Na bitte, da ist eh was los. Hallihallo. Da wird gepinkelt. Grüß euch! Aha, 93er. Na gut, Freunde, das war's mit meinem kleinen Motorvlog. Grüß euch, ciao. Bleibt's mal gewogen, lasst's mal Kommentare da und ein Abo. Und mit dem herrlichen Ausblick verabschiede ich mich von euch. Grüß euch!